Nach dem Bürgerpreis Erzgebirge im vergangenen Jahr hat in Stolberg der Verein Menschlichkeit als Tradition jetzt eine weitere Anerkennung erfahren. In Anwesenheit von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich zeichnete das Unternehmen Deichmann den Verein am Mittwoch als Landessieger des Deichmann-Förderpreises für Integration aus. Ausgezeichnet werden Initiativen, die auf verschiedenen Ebenen helfen, Kinder und Heranwachsende in Beruf und Gesellschaft einzugliedern. Der Preis hat unter anderem Projekte im Blick, die Menschen mit Migrationshintergrund helfen. Die Arbeit des Stolberger Vereins konnte die Jury überzeugen. Die Jury hat den Verein Menschlichkeit als Tradition in Stolberg zum Landessieger gemacht, weil dieses Projekt wirklich auf außergewöhnliche, ausgezeichnete Art und Weise sich um die Integration benachteiligter Menschen in der Gesellschaft kümmert, seien es Flüchtlinge, seien es Asylbewerber, seien es Menschen mit Migrationshintergrund. Das, was dieser Verein tut, ist wirklich vielfältig. Menschlichkeit als Tradition ist seit Anfang 2016 ein anerkannter gemeinnütziger Verein. In den letzten 12 Monaten unterstützen die 29 Mitglieder und viele mithelfende Nichtmitglieder 200 Kinder und Jugendliche, viele von ihnen mit Migrationshintergrund. Der Verein setzt sich für die allgemeine Unterstützung von Hilfebedürftigen, einer langfristigen Integration von Asylbewerbern sowie eine aufklärungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit ein. Also wir stehen vor allen Dingen dafür ein, dass wir sagen, die Wahrung von Traditionen schließt Integration nicht aus. Wir sagen, wir wollen ein Zeichen setzen gegen Rassismus, gegen Fremdenhass, für eine weltanschauliche Vielfalt. Und ja, für Integration. Und dafür machen wir Aktionen, die Öffentlichkeit direkt wahrnimmt, also wie das Frühlingsfest letztes Jahr, Sommerfest dieses Jahr oder halt unsere Veranstaltung mit Sebastian Krumbi im Oktober oder auch Konzertreihen. Aber wir machen auch Dinge, die Öffentlichkeit vielleicht so nicht wahrnimmt. Es sind Kindernachmittage, Bastelnachmittage. Ja, es ist direkt Begleitung von den Familien, die nicht mehr in den Heimen sind, Arztbesuche. Es sind Rodelnachmittage, also alles, was man auch selber mit der eigenen Familie auch selber integrieren kann. Also wir haben alle Familie und nehmen die oft einfach mit, sagen, komm, wir gehen rodeln, dann packen wir halt mal noch 5 Leute dazu und dann gehen wir halt rodeln. Oder nehmen sie einfach zu sportlichen Aktivitäten mit. Also was man selber und was auch jeder im normalen Leben eigentlich Integration nennt und integrieren könnte. Das Erzgebirge ist eine sächsische Region mit starken Werten und vielfältiger Tradition. Es ist gut, im Miteinander und auch mit Spaß diese wichtigen Integrationsbausteine zu teilen und zu erlernen, lobte Stanislaw Tillich in seinem Grußwort den Verein. Wie kam es bei den Vereinsmitgliedern an, dass der Ministerpräsident zur Preisübergabe nach Stolberg kam? Schön, dass er uns jetzt mal kennenlernen konnte und live sehen konnte, was wir so tun. Finanziert wird die Vereinsarbeit größtenteils durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Der Deichmann-Förderpreis ist mit einem Preisgeld von 1.000 Euro dotiert. Ist weitere Unterstützung, sind weitere Unterstützer beim Verein gewünscht? Jederzeit. Also wir nehmen auch alles an Unterstützungen gerne an. Selbst einfach nur Worte und ein Dasein ist für uns Unterstützung. Das Ziel von Menschlichkeit als Tradition ist es, Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft entgegenzuwirken, sowie eine demokratische Streitkultur und eine weltanschauliche Vielfalt zu fördern. Das gelingt so gut, dass man jetzt über das Erzgebirge hinaus auf die ausgezeichnete Vereinsarbeit aufmerksam wurde.